Ja, und wir dürfen noch ein ganzes Stück fahren. Ich würde mich auf die erste Fahrt freuen, wo ich auch mal tanken muss. Das muss ich auch sagen, aber wahrscheinlich ist das bei den fertigen Aufträgen, die wir momentan fahren, nicht so der Fall. Na, ich glaube eher, das wird eher passieren, wenn wir eigene LKW haben und selbstverantwortlich sind. So ein eigenes kleines Unternehmen halt. Na, hört sich super Sound. Übrigens, der Hintergrund, der Himmel sieht sehr cool aus, so lila gefärbt. Das ist schon nett gemacht, ne? Da kann man nichts sagen, also... Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob man nachts nicht auch schlafen muss. Darf man nachts fahren? Also in Deutschland ist das ja nur sehr bedingt möglich. Wie ist das in den Staaten? Aber ich kann mir fast vorstellen, dass das da kein Problem ist und dass man da einfach so fahren kann, wie man will. Also Amerika ist ja recht, oder hat zumindest den Ruf, recht freizügig zu sein und nicht so strikte Gesetze wie in Deutschland oder Europa. Das ist übrigens... Das ist übrigens das große bezüglich TTIP, was man ja auch immer wieder hört. Jetzt gerade in Hannover war eine ganz große Demo. Und so, wir müssen hier runter. Ganz kurz konzentrieren. Nicht, dass wir hier einen Unfall bauen. Es geht nämlich auch noch bergab. Auf jeden Fall war da in Hannover eine ganz große Demonstration zwecks TTIPs. Und wir haben auch... Oh Gott. Und wir haben auch so in Deutschland immer wieder Demonstrationen gegen TTIP. Oh Gott. Jetzt hat man hier sicher... Jetzt hat man hier sicherlich, na, kriegen wir die Kurve? Wir schaffen's. Was wollte ich sagen? Jetzt hat man sicherlich, 30. Jetzt hat man hier sicherlich, gestreikt, oder demonstriert, bewusst so medienwirksam. Auch halt in der nächsten Stadt. Okay, wir kannten die noch nicht. Auf jeden Fall wurde wohl in Hannover so medienwirksam halt gestreikt, weil neben Präsident Obama auch... Was? Achso, ich habe eine Agentur entdeckt. Neben den amerikanischen Präsidenten Obama war auch Hollande wohl da und der englische Premierminister und der italienische, ich weiß gar nicht, Außenminister, ich weiß es gar nicht. Und da hat man sicherlich in Hannover die Chance genutzt, da auf sich aufmerksam zu machen. Generell muss man sagen, mit TTIP, wenn man sich so ein bisschen einliest, ich muss hier mal kurz aufpassen, wenn man sich da so ein bisschen einliest, ist das schon so ein bisschen, das ist schon ein bisschen beängstigend alles. Wobei die Frage ist, bei dem, was man überall liest darüber, ob das dann wirklich der Wahrheit entspricht. So, wir dürfen. Ist TTIP, ja, Fluch oder Segen? Das ist ja die ganz große Frage. Und das ist all das, wo ein Großteil der Bevölkerung keine Antwort drauf hat und deswegen natürlich verunsichert ist, weil die Politik es auch versäumt, wirklich die Bürgerinnen und Bürger aufzuklären und zu sagen, Leute, das sind unsere Vorstellungen und, das werden wir durchsetzen auf jeden Fall, sonst wird es das mit uns nicht geben. Wir machen zum Beispiel das Freihandelsabkommen nur, wenn kein genmanipulierter Mais in Europa ja, zugelassen ist. Oder wir erlauben TTIP nur, oder wir, was heißt wir erlauben? Wir machen mit den Amerikanern TTIP nur, wenn Medikamente nach europäischen Normen geprüft werden und nicht nach lapidaren amerikanischen Normen. Da sind ja auch massive Unterschiede, muss man sagen. Das ist ja nicht so, dass... Ich glaube, wir müssen hier runter. Ich bin mir nicht sicher. Das ist ja nicht so, dass das von ungefähr kommt, dass die Leute Angst haben. Das ist ja schon so, dass das echt begründet ist. Die Leute sagen ja ganz klar, oder die auf der Straße rumlaufen bei diesen ganzen Veranstaltungen immer in Deutschland, die sagen ja, was die Bedenken sind und die Politik könnte drauf eingehen und macht es halt nicht. Und das verstehe ich halt nicht, weil ich sage mir doch als Politiker, wenn ich TTIP haben will, aus dem Grund, die Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln, ist da ja prinzipiell erstmal nichts gegen einzuwenden. Ne? Das ist ja prinzipiell, ist es ja in Ordnung, dass man sagt, wir gucken, wie können wir uns wirtschaftlich stärken. Aber muss ich nicht gleichzeitig das Volk informieren?
Jetzt sagen die Politiker, naja, wir informieren das Volk grundlegend so gut wie es geht, aber wir können aus Verhandlungssicht nicht alles einfach so verraten und es wäre dann ein Nachteil und so. Und all so ein Kram hört man. Bin ich nicht so der Meinung. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann man anders aufziehen, wie zum Beispiel halt, dass man sagt, wir parken hier richtig, dass man halt einfach sagt, okay, wir haben Defizite, das ist klar, das ist auch normal, wenn zwei Kontinente, kann man ja schon sagen, das ist ja unglaublich, das sind ja echt, Amerika ist ja riesig und Europa ist riesig und zwei Kontinente tun sich zusammen und sagen, wir wollen ein Freihandelsabkommen haben, wo Zölle wegfallen, wo Bestimmungen vereinfacht sind und so, was ja prinzipiell alles okay ist. So, ich muss mal ganz kurz hier aufpassen. Die Sicht war's. Sehr schön. Oh, cool, man sieht wie... Oh, wir haben 1% Schaden. Ich wollte gerade was Cooles zeigen, aber jetzt hänge ich hier wieder rum und komme hier wieder nicht, naja. Jetzt achtet mal, ich komme gleich wieder zurück auf das Thema, jetzt achtet mal auf das Fahrerhäuschen. Man sieht, wie er lenkt, wie der Fahrer lenkt. Sehr cool gemacht. Und dass es eine Mauer war, habe ich nicht so erkannt. Das tut mir leid. So, jetzt geht dieses Rangieren wieder los und ich bin mir nicht sicher, 90 Punkte ist es das wert, ein Einkommen. Das passt schon. Jetzt habe ich mich so verquatscht, dass ich da... so zufrieden bin, wie das jetzt ist. Die 90 Punkte hätten uns auch hier kein Level weitergebracht und das passt schon. Wir suchen uns die nächste Route aus und machen hier nonstop weiter und dann haben wir, oh, 18, boah, das ist ein Stundenlohn, der ist super. Das nehmen wir mal an, ne? Was haben wir? Dynamit. Wir haben Dynamit, ne? Das ist schon nicht schlecht. Wir schauen uns den mal an. So sieht scheinbar ein Dynamit-Anhänger aus. Explosive, ja, ja, Gefahrenklasse 1. Nett, nett, nett. Wäre übrigens ganz cool, wenn bei Unfällen, ich weiß es nicht, wenn bei Unfällen das auch dementsprechend explosive Auswirkungen hätte. Und wir fahren mal los. Und ich habe ein bisschen gerade den Faden verloren, wo ich stehen geblieben bin. De facto wollte ich aber auf jeden Fall loswerden. Ich weiß nicht, ob das da jetzt genau anknüpft. Wenn ich Politiker bin... und sage, ich kann aus verhandlungstechnischen Gründen nicht alles verraten, ist das ja insofern erstmal okay. Ne, das ist klar, das ist wie wenn man Gehaltsverhandlungen hatte irgendwo. Da kann auch nicht jeder über sein Gehalt einfach so reden. Naja, man kann schon über sein Gehalt reden, aber man sagt ja auch nicht immer gleich alles, ne, in Gehaltsverhandlungen. Letztendlich ist es so, jedes Land oder jeder Mitarbeiter wird sich versuchen, gut darzustellen und gut zu verkaufen. Es wird wenige Ehrliche geben und ja, das ist halt dann schwierig. Wo ist denn die Auffahrt? Ist die hier? Das ist doch niemals die Auffahrt, oder? Ist das die Auffahrt? Lieber Kollege, bleiben Sie stehen. Danke. Und auf jeden Fall, was man aber wohl, sehr wohl machen kann, ist, wie gesagt, als Politiker sich hinzustellen und zu sagen, gut, wir verstehen eure Sorgen, wir können euch nicht alles sagen, aus dem und dem Grund, beziehungsweise die Gründe sind ja bekannt, halt aus verhandlungstechnischen Gründen. Und wir haben aber eure Ängste verstanden und keine Ahnung, die größten Ängste listet man halt auf, sagt, wir haben verstanden, ihr wollt dies, ihr habt davor Angst, ihr habt davor Angst. Dann kann man vielleicht das ein oder andere erklären, das ist gar nicht so schlimm, weil, ne, das wäre ja eine Möglichkeit, dass man das mal macht, weil aus der und der Sicht ist das gar nicht so schlimm, wie ihr euch das denkt. Und würde damit ein bisschen Aufklärung machen, vielleicht so ein bisschen die Angst nehmen und grundsätzlich vielleicht sich auch hinstellen und sagen, da hinten, ich habe ein bisschen doll gebremst. Und grundsätzlich, dass man dann halt auch sagt, okay, wir verstehen, ihr habt Angst vor genmanipulierten Mais, vor Medikamente, die nicht nach unseren Normen geprüft sind. Wir werden darauf bestehen, dass wir diese Punkte auf jeden Fall durchbringen und dann können die Amerikaner mit uns verhandeln, wie sie wollen. Dann haben wir unseren Standpunkt gesagt und dann kann das um andere...
Kleinigkeiten gehen, aber nicht um solche großen Fragen, die offen sind. Übrigens sehr interessant, diese TTIP-Geschichte. Und sie geht jeden wirklich was an. Denn es wird alle betreffen. Ich habe gerade heute erst gehört, flüchtig im Fernsehen, dass in den USA, glaube ich, 11 Chemikalien oder 11 chemische Stoffe in Chemikalien, wohl eher weniger, aber chemische Substanzen in Tabletten verboten sind. Also insgesamt, ne, 11 Präparate. Ich kann gar nicht mehr sagen, was es war. Ich habe es nur am Rande mitbekommen. Und auch das ist ein großes Problem bei TTIP, dass jeder nur am Rande was mitbekommt und sich darauf eine Meinung bildet. Das ist halt eine sehr schwierige Situation. Darum umso wichtiger, dass die Politiker sich hinstellen und uns besser oder überhaupt mal aufklären, muss man sagen. Letztendlich muss man sagen, habe ich da halt mitbekommen, das wollte ich sagen, jetzt habe ich den Faden verloren wieder, dass wohl nur 11 Substanzen in den Staaten in Medikamenten verboten sind, wo bei uns wohl zigtausende nicht erlaubt sind. Und ja, das sind jetzt zwei so riesen Zahlen, wenn man hört, einmal hat man die Zahl 11 und einmal hat man die Zahl, keine Ahnung, 1000, 2000, 5000, ich weiß es wie gesagt nicht so genau, dann ist das beängstigend. Ja, das ist schon beängstigend und dann wäre das natürlich so, dass man sagt, okay, auf diesen Standard werden wir pochen. Ich muss sagen, ich bin eh gar kein Medikamentfreund. Ich versuche grundsätzlich überhaupt niemals nicht Medikamente zu nehmen. Ich glaube, Medikamente helfen und helfen auch Leuten, die Schmerzen und Probleme haben. Aber ich würde sagen, für so normale Geschichten wie mal Kopfweh oder keine Ahnung was, würde ich persönlich niemals nicht einfach so Medikamente nehmen. Und nach TTIP und sollte sich das amerikanische System in dem Bereich durchsetzen, würde ich nicht mal mehr mit Schmerzmedikamente nehmen, weil man weiß überhaupt nicht, was da drin ist in diesem ganzen Medikamentenzeugs und was das für Auswirkungen auf den Körper hat, sei es langzeitig oder Kurzzeitauswirkungen oder wie auch immer. Oh, ich fahre ein bisschen sehr schnell. Da habe ich, Entschuldigung. Von daher bin ich sowieso generell gegen diesen ganzen Medikamentenkram. Und ich finde eh, wenn man zum Arzt mal geht, ne, ich muss sagen, toi toi toi, ich war lange nicht mehr wirklich krank. Grundsätzlich bekommt man immer irgendeinen Mist verschrieben. Statt es einfach gesagt wird, ihr schreibt dich 2 Tage länger krank und kurier dich zu Hause ordentlich aus. Immer irgendwelche Medikamentengedöns. Auch ein Grund, warum ich so ungern zu Ärzten gehe. Oder eigentlich so gut wie gar nicht. Ich war in den letzten, ich weiß gar nicht, in den letzten Jahren war ich, ja, ich weiß gar nicht mal, wie oft ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal genau bei einem Arzt war, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, bin ich absolut gegen das. Und wie gesagt, das ist echt was. Hier haben wir Verkehr. Ich fahre mal hier weiter. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Spur. Da drüben. Und dann fahren wir rüber. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr solltet das bezüglich TTIP mal im Internet lesen. Super interessante Sache. Und sie geht uns allen was an. Und nicht alles, was man liest, das muss man halt auch sagen, entspricht der Wahrheit. Ging ich irgendwie Fernlicht auf K, ne? Genau. Entspricht nicht der Wahrheit alles. Womit ich auch nicht sagen will, dass alles gelogen ist. Es ist halt sehr schwierig, den Überblick zu behalten. Und da kann man wirklich nur so viele Quellen wie möglich besuchen, um Informationen zu bekommen. Und diese Quellen, ja, sollte man vielleicht noch ein bisschen recherchieren, wie vertrauenswürdig waren die in der letzten Zeit. Also es ist schon aufwendig und dennoch sollte man das vielleicht machen, um zumindest sich eine Meinung, eine grobe Meinung über die TTIP-Geschichte bilden zu können. Ich, ehrlich gesagt, da wird einiges auf uns zukommen, an Veränderungen, die werden nicht alle gut sein. Ich habe auch gehört, dass da diese komischen Zivilgerichte wohl echte, dass es da mögliche Staaten zu verklagen. So was passiert gerade auch irgendwie in, ich weiß gar nicht, Rumänien war es, glaube ich. Da war eine kanadische Firma, die hat Gold geschöpft, hatte ich gesehen. Und dann haben Bürger sich da, haben so einen Aufstand gemacht, das ganze so eine ganze Dorfschaft oder Ortschaft hat sich da halt aufgeregt und wollte da in dem Bereich keine
Rechte erteilen. Das Unternehmen hat halt woanders auch geschöpft gehabt und hatte nicht den Erfolg und fordert jetzt wohl von, ich glaube, wie gesagt, Rumänien 4 Milliarden Dollar Entschädigung. Alter, ich fasse mir einen Kopf, ne? Und jetzt habe ich gedacht, ne? Das habe ich so gedacht als Laie. Was wollen die von? Ich, wie gesagt, ich glaube, es war Rumänien. Ich will mich da nicht festlegen, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel Namen Rumänien. Ich bin mir ziemlich sicher, es war Rumänien. Da habe ich mir gesagt, was wollen die von Rumänien? Wie kann das sein, dass man vor ein Gericht im Ausland als Staat angeklagt werden kann? Ne? Vor ein Zivilgericht vor allen Dingen. Und ja, da muss ich schon sagen, war ich ein bisschen baff. Und dann haben die diesen Bericht erzählt, dass die wohl schon damals ein Abkommen geschlossen haben mit den Staaten. Irgendwie vor, keine Ahnung, ich weiß gar nicht wann, aber es ist schon Jahrzehnte her. Und das holt die jetzt ein und das wird auch uns einholen. Und das wird natürlich auch letztendlich dazu führen, dass auch Deutschland verklagt wird. Dann kommt eine amerikanische oder kanadische Firma hierher, ja, sagt, hey, wir machen, keine Ahnung, hier eine Fluglinie auf als Beispiel. Ja, sagen wir einfach mal eine Fluglinie. Und ich rechne damit, weil ich in der Nähe von, keine Ahnung, München bin, ja, dass ich mindestens 600.000 Passagiere in der Woche transportiere. Jetzt stelle ich nach anderthalb Jahren fest, statt den 600.000, die ich angepeilt habe, die mir vielleicht auch zugesagt worden sind von der Region, ja, dass man da sagt, der Staat unterstützt ja oft, subventioniert und dann sind da so Rechenbeispiele und dann wird da vielleicht mal gesagt, naja, es können mit 500.000 bis 600.000 Leuten gerechnet werden, ja, und die sagen aber, wir haben nur 300.000. Wir verklagen die Stadt München, an dem Beispiel jetzt, oder das Land Deutschland, weil es nicht Wort gehalten hat und Entschuldigung, also ich weiß nicht, wo da dann das unternehmerische Risiko ist. Ne? Das muss man schon sagen. Und ich weiß auch nicht, ob die Gesetze nicht einfach nur pro Unternehmen sind und gegen Staat. Ne? Ich bin ja auch immer da, dass nicht alles verstaatlicht werden muss und freie Marktwirtschaft ist echt toll. Aber ich sage natürlich auch ganz klar, die Richtbarkeit, ne? Also die Richtbarkeit über Recht und Unrecht gehört ganz klar schon, finde ich, in Staatshänden. Also nicht in Staat, dass die Politik das entscheidet, sondern dass der Staat seine Hand darüber hat, um Missbrauch und dergleichen vorzubeugen. Ist eine schwierige Sache. Ich muss auch sagen, wie gesagt, war vorhin ein bisschen baff, wie ich das alles gehört habe. Wobei auch da wieder die Frage ist, was stimmt davon und was nicht. Ist halt immer sehr schwierig, ne? Generell geht ins Internet, schaut es euch an, macht euch eine eigene Meinung. Ich quatsche euch da auch jetzt nicht weiter zu erstmal. Oder, ja, erstmal hört sich gut an. Wir werden sicherlich mal irgendwann drüber sprechen dürfen. Denn ich glaube, das wird uns noch ein bisschen länger verfolgen. Ja. Wir fahren in der Nacht einfach mal so rum. Also Müdigkeit gibt's doch. Es gibt doch das Bett da oben. Das gibt das Bett da oben. Wir müssen irgendwann schlafen. Und es fällt mir auch ein, ich habe das auch schon mal erwähnt gehabt, vor wahrscheinlich 6 Videos oder so, ich habe keine Ahnung, da ich dieses Spiel ein bisschen länger an Stück immer aufnehme, kann ich genau gar nicht sagen, wann das war.